Heute am Samstag, unserem siebten Flugtag hier in Südtirol, wechseln wir das Fluggelände und besuchen Pfalzen und dort den Startplatz am Platten. Fast wolkenloser Himmel und eine geniale Fernsicht. Trotzdem bei euch leicht zu erkennen die Neugier auf dieses unbekannte, etwas steilere Fluggelände als in Sand. Eine Einweisung, kurzes Vertrautmachen mit dem neuen Terrain und schon beginnen die Startvorbereitungen für unseren Flug vom Platten in Pfalzen. Startvorbereitung für den zweiten Durchgang. Thermik bildet sich im Fluggelände. Das bedeutet allerdings auch deutlich anspruchsvollere Bedingungen für die Starts, wie wir hier sehen können. Im Großen und Ganzen aber meistert ihr die höheren Anforderungen an euch mit Bravour und kommt alle sicher in die Luft. Nach zwei Landungen im Pfalzen nimmt der Westwind im Fluggelände deutlich zu und wir beschließen, noch einmal nach Sand in Taufers zu fahren. Und dort erwarten uns unsere Gastgeber,
mit reichlich Drachen- und Gleitschirmfliegern. Auch für sie ist es eines der ersten wunderschönen Wochenenden in diesem Jahr. Der Mischbetrieb zwischen Gleitschirmen und Drachen läuft reibungslos. Wir haben die ganze Woche trainiert und reihen uns mit ein. Mit dem heutigen Samstag schließen wir die fliegerischen Aktivitäten in unserer Flugsafari in Südtirol ab und wir blicken zurück auf eine geniale Flugwoche mit wunderschönem, traumhaftem, frühsommerlichen Wetter. An 5 Flugtagen hatten wir mehr als 20 Flüge und jeder von euch konnte einen deutlichen Leistungszuwachs in den fliegerischen Fertigkeiten verzeichnen. Für eure weitere fliegerische Laufbahn wünschen wir euch allzeit gute Landung und viele weitere schöne Flugerlebnisse.